Hallo, hier ist euer Sir Bossy. Heute will ich euch meine Top 10 Fantasy-Filme vorstellen. Aber als erstes will ich noch vier Leute grüßen, die mich auf Facebook gefragt haben, ob ich sie grüße. Als erstes Timo Wendel, der Chris Fuhrmann, Alexander Ori und Christopher Schmidt. Ja, die haben mir immer gesagt, sie schauen meine Videos sehr gerne. Ich hoffe, es gefällt euch, dass ich euch gegrüßt habe. Wünsche euch noch viel Spaß mit dem Video, wo ich jetzt mache. So, dann fangen wir mit der Top 10 meiner Fantasy-Filme an. Also Platz 10 ist für mich Tintenherz. Ja, da spielt Brendan Fraser mit als Hauptrolle. Ja, das ist halt ein Film von einem Buch von Kolenia Funke. Ja, ist für mich ein schwacher Fantasy-Film, deswegen ist er nur Platz 10 gelandet. Ich finde ihn nicht so besonders gut. Aber wenn man wenn man ein Fantasy-Fan ist, kann ich euch nur empfehlen. So, dann kommen wir zu Platz 9. Ist auch von einem Buch. Eragon. Ja, Eragon ist halt ein Film, wo es über Drachenreiter geht und wie der Junge zu dem Drachen kommt. Das ist halt zum ersten Teil. Ich glaube, zum zweiten Teil gab es nie eine Verfilmung, leider. Was ich schade finde, weil ich fand es gar nicht so schlecht, Eragon. Ja. Also ich kann euch das nur empfehlen. Der Film ist wirklich nicht schlecht. Da kommen wir auch noch zu noch einer Buchverfilmung. Ich habe sehr viele Bücherverfilmungen. Das ist die Tribute von Panem. The Hunger Games. Ja, das ist halt. Der hat mir wirklich sehr gut gefallen. Allein wie sie auf der Insel ausgesetzt werden und muss ums Überleben kämpfen. Sehr spannend und sehr weiter zu empfehlen, dieser Film. Dann kommen wir zu Platz 8. Das ist für mich die Chroniken von Narnia, Reise auf der Morgenröte. Ja, da geht's halt auch, ist auch eine Buchverfilmung. Kann ich euch nur empfehlen zu schauen. Schaut euch auf alle Fälle an. Kommen wir zu Platz 7. Das ist Avatar. Ja, Avatar gefällt vielen nicht, gefällt vielen gut. Also ist sehr geteilte Meinung. Also mir gefällt das sehr gut. Ist natürlich geil gemacht, wie die Menschen da reingespeist in die Avatar-Welt werden. Und am Schluss der Endkampf ist natürlich auch cool gemacht. Kann ich euch nur empfehlen, diesen Film euch anzuschauen. Dann kommen wir zu Platz 6. Das ist für mich das letzte Einhorn. Das habe ich leider nur als VHS. Aber das ist nicht schlimm, ist trotzdem ein guter Film. Ist halt ein Zeichentrickfilm. Geht halt um ein Einhorn, das zu einem Menschenmädchen wieder werden will. Kann ich euch nur empfehlen. Ist sehr spannend, der Film. Holt ihn euch. Kommen wir zu Platz. Kommen wir zu Platz 4. Alice im Wunderland. Ist sehr gut. Ist natürlich mit Johnny Depp und ist von Tim Burton. Einer meiner mein Lieblingsregisseur. Ist natürlich mein Lieblingsregisseur und daher musste ich ihn schon mir kaufen. Ich war sehr positiv überrascht, wie gut das in Real Verfilmung ist. Für mich der beste Alice im Wunderland-Film. Kann ich euch nur empfehlen. Dann kommen wir zu Platz 3. Das ist Pans Labyrinth. Das ist auch ein sehr guter Fantasy-Film. Sehr schön gemacht. Sehr spannend. Kann ich euch nur empfehlen. Dann kommen wir zu Platz 2. Das war schwer. Ich war hin und her gerissen, ob ich den doch nicht auf Platz 1 vielleicht setzen sollte. Kann ich euch aber auch nur empfehlen, diesen Film. Kasper, Geister gibt es doch, oder? Und es ist ein super, super Film. Allein die drei Onkels von Kasper sind super witzig. Kann ich mich immer wieder drüber kaputt lachen. Und wie sie die Leute erschrecken, ist klasse gemacht. Oder auch der kurze Gastauftritt von Dan Aykroyd als Ghostbusters und versucht, die zu verscheuchen. Ist super witzig. Ich kann euch den Film nur empfehlen. Auch nach dem zweiten, dritten, vierten Mal anschauen. Immer wieder witzig, der Film. Schaut ihn euch an. Da kommen wir zu meinem Platz 1. Das ist für mich Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Das ist mein Lieblings-Harry Potter-Teil. Als Buch und als Film. Ja, da stimmt halt alles. Allein mit den Dementoren, wie die anfangen. Und das alles kann ich euch nur empfehlen. Ich hoffe, meine Top 10 Fantasy-Filme hat euch gefallen. Und schaut auch beim nächsten Mal wieder rein. Weil, ich
kommt das nächste Mal, kann ich euch schon verraten, ein Comedy-Video habe ich schon vorbereitet. Das wird sehr witzig. Witziger als das letzte Comedy-Video, glaube ich sogar. Also könnt ihr euch schon mal auf was freuen. Da sage ich, fertig, euer The Bossy.